Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, Nummer 5 schon wieder in dieser Reihe, der Sündenfall, und wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Aber die Schlange war klüger als alle Tiere, die im Paradies waren. Und Gott verfluchte die Schlange und nannte sie Teufel, und er sagte, siehe, Adam ist wie einer von uns geworden, weil er das Böse kennt und das Gute. Wer mit Ungeheuern Kampf mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird, und wenn du lang in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich. Willkommen zu Revolution Art. Zum neuen Baphomets Fluch, der Sündenfall. Katalonien, Spanien, 1937. War das Kriegsanfang? Wir müssen jetzt gehen. Papa! Thiago, geh mit deiner Mutter zum Wagen. Nimm das hier. Es wird dich immer leiten. Ja, Papa. Wir werden bald nachkommen. Xavier, das Gemälde! La Maledictio. Der Anfang tut sich ein bisschen an wie Lost Horizon. Schauen wir mal, was passiert. Oh, erwischt. Ja, die werden sie wohl nicht wiedersehen. Signora, es ist zu spät. Gehen Sie! Nein, Papa! Signor, hier! Durchsucht sie! Natürlich. Paris heute. Oh, eine Ausstellung. Paris im Frühling. Leidenschaft, Romantik, L'amour. Ich arbeitete für eine Kunstversicherung. Man konnte davon leben, gerade so. Ach, Nico. Und dann traf ich zufällig Nico auf einer privaten Ausstellung. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder in Paris bist, George. Gibt sicher viel zu erzählen. Lass uns mal essen gehen. Keiner rührt sich! Non, Monsieur, nicht la malédiction! Gott. Vielleicht 3 Tote zum Anfang? Vielleicht 4? Wieder einmal hatte Paris mir seine dunkle Seite gezeigt. Ein brutaler Diebstahl, ein sinnloser Mord. Nico und ich wurden wieder mal zusammen in ein neues und furchterregendes Abenteuer verwickelt. Ja, ein heftiger Anfang. Hallo? Der Galeriebesitzer war tot. Ich schätze, manchmal zahlt es sich einfach nicht aus, den Helden zu spielen. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert, also musste ich ein Verbrechen aufklären. Die Polizei würde bald hier sein. Ich hatte nicht viel Zeit. Ja, George mal wieder einen anderen Beruf ergriffen. Bei einer Versicherungsgesellschaft. Schauen wir uns mal Henrys Leiche an. Der Priester gab dem Galeriebesitzer die letzte Ölung. Ich wollte nicht stören. Ja, dann schauen wir mal zum anderen Verletzten. Scheint ja noch zu leben. Das war Hector Lane, Frankreichs größter Kunstkritiker.
Wir hatten uns schon mal getroffen und es war schlecht gelaufen. Einen Moment lang dachte ich, er wäre tot, aber dem Schnarchen nach zu urteilen, war er nur weggetreten. Ja, mal eins. Lane war ohnmächtig geworden. Ich musste einen Weg finden, ihn wieder zu sich zu bringen. Rufen wir ihm an? Nee, geht nicht. Dann müssen wir wohl was anderes suchen. Pizza. Lecker, lecker Pizza. Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Pizza? Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Nimm mal mit. Der George nimmt den Trick da auf. Ich entschied mich, dem bewusstlosen Mann keine kalte Pizza in den Mund zu stopfen. Ich brauchte ihn lebend. Der Lane soll doch nur mal dran riechen. Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Nee. Hier? Sekt. 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Aber nur ganz knapp. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Die Alarmanlage an diesem Gemälde funktionierte noch. Warum hatte die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes nicht angesprochen? Schauen wir nach. Da war er doch. Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Hier. Wieso gerade dieses Gemälde? Und wieso bringt man dafür jemanden um? Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Ja, das hätte ja auch nicht viel Zweck gehabt. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Die Alarmanlage war also gar nicht kaputt. Da hatte jemand dran gedreht. Da steht sofort die Polizei vor der Tür. Na, das ist ja, das ist hier kaputt. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden. Und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Tja. Was soll man dazu sagen? Schauen wir uns mal die Kamera an, die hier so blinkt. Mit etwas Glück hatte die Überwachungskamera den Diebstahl aufgezeichnet. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Wenn ich da rein wollte, um mir die Bilder der Überwachungskamera anzusehen, brauchte ich den Türcode. Na lieber ein Türcode wie Hundecode. Ich brauchte immer noch den Code für das Tastaturschloss. Ja, Priester, könntest du dich vielleicht mal beeilen? Bist du fertig? Verzeihen Sie, Pater. Ja, mein Sohn? Ich bin George Stobart. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert. Mein Name ist Simeon. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Sie können für seine Seele beten. Ein sinnloser Mord. Im Gegenteil. Dieser Mord ergibt sehr wohl einen Sinn. Wie meinen Sie das? Etwas ungeheuer Böses hat sich hier abgespielt. Das war das Werk des Teufels. Was? Ich bin Priester und Dominikaner. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss beten. Gerade hatte ich noch geplant, mit Nico zum Essen zu gehen. Und kurz darauf stand ich da und unterhielt mich mit einem Priester über Kunstdiebstahl, Mord und den Teufel. Ja, wollen wir nicht mal die Polizei anrufen eigentlich? Ach, das ist ein Chef. Das bringt ja wohl nichts, Nico auch nicht.
schauen wir uns den Henry mal an. Armer Kerl. In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel, und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. Tja, man sollte keine Spuren verwischen. Er sah entschieden besser aus. Nee. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Tja, heute Matte, morgen Platte. Ich beschloss, Henri's Toupet in Frieden ruhen zu lassen. Das Toupet ruht in Frieden. Na, keine Taschen. Massierwasser. In Henri's Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bré. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. Ach, das Inventar. Die Fingernägel untersuchen. Nee, ich denke, das war's dann auch. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste mir definitiv dieses Büro ansehen. Ja, Lane? Mach mal auf. Hallo. Pizza mag er ja nicht. So, versuchen wir es mal mit Rasierwasser. Zeit, das Tier zu wecken. Was ist? Oh, was hat er da verloren hier? Ach, wieso kann ich das? Was war das denn? Das roch ja wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig. Ja, weiter gibt's nichts. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Stehen Sie da nicht so rum, holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten, verstehen Sie? Verzeihen Sie, Mr. Lane. Etwas zu essen. Meine Nerven brauchen Nahrung. Oh ja, dann gib mir doch ein Stück Pizza. Pizza, Mr. Lane? Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation. Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Das ist aber ganz schön hungrig da. Obwohl, Pizza kann auch ganz gut schmecken. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also, was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er... Tot? Ich fürchte ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Ja, das letzte Mal. Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich. Der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich bin George Staubert. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha! Dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Oh, etwas ist gut. Naja, das Rasierwasser, das brauchen wir ja nicht zu fragen. Fragen wir eben über Henry aus. Kannten Sie den Galeriebesitzer? Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht, unter meiner Schirmherrschaft als Kurator.
Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Kreative Kraftquelle, das sollte man sich mal merken. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Vielleicht kennt ihr ja den Code. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Da zucken unsere Folter oder Messer und setzen unter Druck. Na, haben wir ja nichts dabei hier. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen besprühen hier. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Ja, wir suchen ein Druckmittel. Reden wir mal mit dem Pater Simeon. Pater? Ja, mein Sohn. Oh oh. Was ist mit Henry? Hat Henri noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er sagte, halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Was könnte das bedeuten? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Na, ich fand's ja ziemlich eindeutiges Satz, ne? Halt den Wagen an, ich will einsteigen. Was führt Sie zu dieser Ausstellung, Pater? Das Gemälde. Welches? La Maledictio natürlich. Das Gemälde, das gestohlen wurde? Ich musste mich dem Bösen stellen. Oh, das Böse? Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobbart, endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater, ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insiderjob war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insiderjob. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobbart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein. Aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Was wissen Sie über den Mann, der La Maledictio gemalt hat? Oh, das lange über El Serp? Er war ein Mann, der mit dem Feuer spielte. Dem Feuer der ewigen Verdammnis. Erzählen Sie mir etwas über das gestohlene Gemälde. Wer immer in seine Nähe kommt, wird in der Hölle brennen. Was meinten Sie damit, dass ich hier etwas ungeheuer Böses abgespielt habe? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wie bitte? Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Der Teufel ist immer und überall, Mr. Stobbart. Ja, naja, vielleicht mal. Pater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Jetzt kann ich ja endlich an den Nagelknipser ran hier. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert, für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Können wir auch Sachen untersuchen hier? Lanes Nagelknipser. Es waren die Buchstaben HL eingraviert. Nein, doch.
Wir sind ehrlich, zumindest am Anfang. Ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Was reden Sie da? Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insider-Job. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich hatte keinen Grund, Henri zu töten. Nicht das kleinste Motiv. Das sagen Sie. Nur bezweifle ich, dass die Polizei das ebenso sehen wird. Und ich hätte zu gerne diesen Türcode. Ja, spuck's raus. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Mit dem Knipser? Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Reine Hirngespinste! Welches Motiv sollte ich haben, die Alarmanlage zu sabotieren? Ja, du wolltest Henry an Strick drehen. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Und außerdem... Ein ungewöhnliches Gemälde taucht in Ihrer Ausstellung auf und wird prompt gestohlen. Das sieht nicht gut aus, oder? Und was wollen Sie damit sagen? Die Polizei wird Ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen. Aber wenn Sie mir den Code zu dem Raum mit dem Überwachungsmonitor geben, werde ich mein Möglichstes tun, die Ermittler auf eine andere Fährte zu locken. Ich kann Sie nicht in diesen Raum lassen, Mr. Stobart. Außerdem hat Henri la Malediktio gefunden, nicht ich. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Ja, ja. Und die Bewegungen? Das war auf jeden Fall ein Insider-Job, Mr. Lane. Die Polizei wird sich sehr dafür interessieren, wo Sie in den letzten Tagen waren. Ich war ein paar Tage nicht in der Stadt. Und gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen. Das sagen Sie. Sie werden mich nicht einschüchtern, damit ich Ihnen den Türcode gebe. Vergessen Sie's. Ich war dicht an irgendwas dran und ich wusste es. Lane fing an zu schwitzen. Kein schöner Anblick. Können wir noch mehr unter Druck setzen? Ach Mann, das haut nicht hin. Nochmal. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Ja, das sind ja die gleichen. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Ja, dann nochmal einen Nagelknipser. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Reine Hirngespinste! Welches Motiv sollte ich haben, die Alarmanlage zu sabotieren? Ja, damit du an Rasiermasse kommst. Werden Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib. Ja, ich komme in diesem Moment nicht weiter. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Ach, schade. Ja, so ein bisschen Action. Ja, Leute, ob Nicole den Täter zu fassen bekommt und ob wir den Code von Lane bekommen und was der Vater damit zu tun hat, das erfahren wir alles dann im zweiten Teil. Bis dann, mach's mal gut, euer Christian und bis zum nächsten Mal.